Mein Chef hat mich mal ausgezahlt, aus irgendeinem Grund. Er war immer so ein schlecht gelaunter Besen. Da wünschte ich, er wäre tot und nachts hab ich's geträumt. Und am nächsten Tage ist er tot gewesen. Meine Frau, das war eine Schlampe. Sie wissen, was das heißt. Wer was Ähnliches zu Hause hat, ist im Klaren. Da wünschte ich, sie wäre tot und eine Woche drauf hat ein Riesen-LKW sie überfahren. Also geben Sie Acht. Also geben Sie Acht. Also geben Sie Acht und bringen Sie mich nicht zum Schäumen. Sie sind bis jetzt ein feiner Mann, doch wenn ich Sie nicht leiden kann, dann brauche ich bloß von Ihrem Tod zu träumen. Also geben Sie Acht. Also geben Sie Acht. Also geben Sie Acht, Sie rennen sonst in Ihr Verderben. Und seien Sie mal ein bisschen nett, sonst gehe ich gleich nach Haus zu Bett und spreche das nächste Mal mit Ihrem Erben. Meine Hausfrau wollte den Zins erhöhen aus reiner Wucherei. Na, dann dachte ich mir, warum soll die das haben? Und träumte eine Nacht von ihr, das kostete mich nichts. Eine Woche später haben wir sie begraben. Dann hatte ich einen Freund noch, der stets cleverer war als ich. Na, dann setzte ich mich abermals in Traum. Im Traum dachte ich mir noch, den Typ vermisst du nie. Doch jetzt geht er mir doch ein bisschen paar. Also geben Sie Acht. Also geben Sie Acht. Also geben Sie Acht, Sie scheinen noch ein wenig munter. Ich hab zwar jetzt schon disponiert und meine Träume reserviert, doch irgendwo krieg ich sie schon noch unter. Also geben Sie Acht. Also geben Sie Acht. Also geben Sie Acht, wenn ich das Schlafen gehen erwähne. Sie sind bis jetzt noch ziemlich kess und lachen mich wohl aus, indes sie werden schon noch höflich, wenn ich gähne. Nur eines macht mir Sorgen, ich war gestern Abend aus, das erzähle ich Ihnen rasch, bevor wir scheiden. In der Bar, da war ein Spiegel und darin sah ich mein Bild und mit einem Male konnte ich mich nicht leiden. Ich sah ekelhaft und hässlich aus und dachte plötzlich auch an die Menschen, deren Tod ich schon geträumt habe. Was geschieht, wenn ich von mir jetzt träume? Ich kriegte einen Schreck, wo ich doch im Leben so viel versäumt habe. Also gebe ich jetzt Acht. Also gebe ich jetzt Acht. Also gebe ich jetzt Acht und gehe um keinen Preis mehr schlafen. Ich nehme seit gestern Aufputschmittel, ich will mich doch um Gottes Willen nicht selbst mit meinen Träumen noch bestrafen. Also gebe ich jetzt Acht. Also gebe ich jetzt Acht. Also gebe ich jetzt Acht und bleib um keinen Preis allein. Weil ich doch nichts zu hoffen hab, wenn ich die Augen nicht offen hab. Ich hab ja auch schon gestern Nacht nicht anders hinter mich gebracht. Ich weiß zwar, es ist ungesund, doch besser, als ich schweige und schlaf. Ein und schlaf, ein und schlaf, ein und schlaf, ein. Nein!